Ja, wir stellen übermorgen einen Antrag zum Thema Nachteilsausgleich bei Schülern. Das heißt, dass Schüler, die eine Teilleistungsschwäche haben, in Prüfungssituationen und anderen Lernsituationen eine entsprechende Vergünstigung bekommen. Ich sage das mal an einem Beispiel. Im Moment ist es so, dass in Nordrhein-Westfalen bei Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche, dieser Nachteilsausgleich gewährt wird, aber nicht im Falle von Dyskalkulie und anderen Dingen. Es kann zum Beispiel mal sein, dass ein Schüler, eine Schülerin wegen einer Medikamentennahme irgendwelche Dinge nicht so bewältigen kann, wie es das normalerweise könnte. Und dann muss die Schule dafür sorgen, dass dementsprechend ein Nachteilsausgleich gewährt wird. Die Verordnungen hier im Land sind leider nicht zufriedenstellend und wir möchten da mehr Rechtssicherheit für Schüler und Eltern bekommen.